Am Freitag, den 13. Oktober 2023, diskutierten Vertreter des Heidelberger Bündnisses im Rahmen der Aktionswoche gegen Armut und Ausgrenzung in der Heidelberger Südstadt-Chapel über die Themen Wohnungsnot, Unterkunft und Mieten, insbesondere im Hinblick auf dringend hilfsbedürftige Menschen. Gerhard Emig vom Wichernheim, Gerd Schaufelberger von der Jugendagentur Heidelberg, Fritz Vollrath, Anwalt des Mietervereins, Doreen Petri von der neuen Wohnraumhilfe Darmstadt und Jörg Schmidt-Rohr vom VBI e.V. skizzierten zunächst die Standpunkte in Redebeiträgen. Im Anschluss tauschte man sich in Gruppenarbeiten und Gesprächen über die Thematik aus und versuchte gemeinsam Lösungsansätze und Ideen zur Verbesserung der Wohnraumproblematik zu entwickeln. Zu Beginn begrüßte Jörg Schmidt-Rohr die Anwesenden und gab einen Überblick über die Thematik der Veranstaltung. Dabei geht es um die Fragen, wie kommen diese Gruppen an Wohnraum? Und da haben wir einfach verschiedene Modelle vorgestellt oder stellen sie vor. Das ist einmal das Thema Unterbringung, nachdem man in der Einrichtung war. Das ist Housing First, was ja so ein besonderes Konzept ist, aber auch ein Modell wie die neue Wohnraumhilfe in Darmstadt, die quasi Wohnraumversorgung genau für diese Gruppe mit sozialarbeiterischen Mitteln auch macht. Und natürlich wollen wir auch die Probleme angucken, die in Heidelberg sind bei dem Thema angemessener Mietraum, Sozialwohnung und so weiter. Gerhard Emig sprach zur Thematik des Housing First und betonte das Recht auf Wohnraum. Das Housing First Konzept beendet Wohnungslosigkeit unmittelbar und bietet flexible wohnbegleitende Hilfen zum dauerhaften Wohnungserhalt an. So ist sichergestellt, dass Menschen zunächst eine feste Behausung haben, sodass im Anschluss die weiteren individuellen Probleme der Menschen angegangen werden können. Er erklärte, dass Heidelberg sich dafür um Fördergelder des Landes beworben habe. Housing First könne zwar ein Baustein sein, aber die Wohnungsnot nicht alleine lösen. Gerd Schaufelberger sprach über die Wohnungsnot von Jugendlichen und über den Zusammenhang mit deren Herkunft. Insbesondere sei die Wohnraumsuche für Menschen ohne Ausbildung schwierig, da sie oft nur schwer Arbeit fänden, um ihren Wohnraum eigenständig zu bezahlen. Weg von der Straße zu sein, verringere aber auch die Gefahren, in Kriminalität abzudriften. Zwar könne die Jugendagentur Wohnraum für junge Menschen anmieten und untervermieten, die GGH und andere würden aber zu wenig an Jugendliche selbst vermieten, sagte er. Fritz Vollrath sprach über die exorbitanten Miethöhen und die freie Verhandelbarkeit von Mieten. Er machte klar, dass der Mietspiegel weiterhin stark ansteige und die Mietpreisbremse weitestgehend unwirksam sei. Er kritisierte, dass 80% der Wohnungen bereits vorvermietet seien, bevor sie überhaupt auf den Markt kämen. Er forderte, dass öffentliche Wohnungen mindestens 15% billiger sein müssten als Privatmieten. Zudem ging er darauf ein, dass ältere Menschen es schwer hätten, sich im Wohnraum zu verkleinern, da kleine Wohnungen rar und teuer seien. So würden größere Wohnungen beispielsweise für Familien nicht frei werden. Viele Wohnungen in Heidelberg unterfallen nicht der Mietpreisbremse, weil es sich um Neubauten handelt. Also die Bahnstadt fällt quasi komplett aus dem Bereich der Mietpreisbremse raus, obwohl die Mieten, die dort gefordert würden, eigentlich eine Begrenzung notwendig machen würden. Und dann ist es so, dass es so schwierig ist, in Heidelberg eine Wohnung zu finden, dass viele Mieter, die eigentlich Ansprüche aufgrund der Mietpreisbremse hätten, diese nicht geltend machen, weil sie Angst haben, ihre Wohnung wieder zu verlieren. Doreen Petri skizzierte die Tätigkeit der neuen Wohnraumhilfe Darmstadt, die seit 1991 als gemeinnützige Gesellschaft zur Beschaffung für sozialen Wohnraum tätig ist und aktuell rund 400 Wohnungen zur Verfügung habe. Das Angebot der Wohnraumhilfe umfasse auch die soziale Mietberatung, betreutes Wohnen und Asyl. Auch sie betonte das Recht jedes Menschen auf Wohnraum. Das Ziel sei es, günstigen Wohnraum zu erhalten und die Mietsicherheit zu gewährleisten. Mit dem Projekt Vitamin B habe man seit 2018 rund 200 Menschen in Wohnraum vermittelt. Es ist vor allem unsere Besonderheit, dass wir als sozialarbeiterische Einrichtung agieren. Das ist unsere Handlungslogik und das ist quasi auch unser Rezept zum Erfolg, was uns ausmacht und auch von anderen abhebt. Als Fazit der Veranstaltung lässt sich zusammenfassen, dass die Problematik hoher Mieten und wenig freiem Wohnraum sich immer weiter verschärft. Gerade besonders hilfsbedürftige Menschen bleiben dabei vermehrt auf der Strecke, weil Vermieter sich auf Menschen konzentrieren, die monetär besser gestellt sind. Aus Wohnungslosigkeit entwickelt sich häufig ein Teufelskreis, der die Betroffenen in eine Spirale aus Obdachlosigkeit, Kriminalität und Zukunftsangst treibt. Daher muss schnellstmöglich alles unternommen werden, um diesen Teufelskreis zu verhindern und den Menschen ein adäquates Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen.
Alle zuständigen Akteure, Behörden und Institutionen müssen dazu noch tatkräftiger beitragen und rechtliche Rahmenbedingungen sollten der aktuellen Wohnungsnot ebenfalls mehr Rechnung tragen und entsprechend optimiert werden. Zudem ist mehr sozialer Wohnungsbau notwendig, da die Ziele in diesem Bereich dauerhaft verfehlt werden und die Unterbringung Bedürftiger so auch am allgemeinen Wohnraummangel scheitert. Prekär, wie gesagt, wir haben viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum und das wirkt sich ganz besonders auf die Verlierer des Wohnungsmarktes aus. Hier braucht es eine gezielte Unterstützung für all die Personengruppen, die eben sonst nicht an diesen Wohnraum kommen, den, der so wenig vorhanden ist, der noch bezahlbar ist. Die Erkenntnisse sind, dass es schwierig ist, für diese Gruppen Wohnraum zu finden und dass es aber Modelle gibt, die funktionieren und Modelle, mit denen man was anfangen kann. Ja, und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, dass es an anderer Stelle doch auch geht und dass man einen Schritt weiterkommen kann. Wir aber einen großen Wurf bräuchten, das heißt, wir bräuchten eigentlich in Heidelberg auch einen Träger, der für die Zielgruppe sozialen Wohnraum anbietet.